sehr verehrten Damen und Herren, liebe Podiumsgäste, lieber Herr Genom, der Moderator, und liebe Freunde, die hier auch zusammengekommen sind. Ich bin begeistert, dass so viele hier hingekommen sind. Wir haben zwar mit einigen gerechnet, aber dass es so viel werden würde, war nicht ganz klar. Das freut uns sehr und wir denken, das Thema rechtfertigt auch den Zuspruch. Ich möchte, bevor das Podium in aller Kürze dann beginnt, noch einige einführende Worte sagen, aber das auch sehr knapp. Sie wissen im Prinzip, worum es geht. Sie haben sicherlich die Einladung gelesen oder den einen oder anderen Zeitungsartikel. Anlass für unsere Veranstaltung ist die Verhandlungsführung über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, das sogenannte TTIP. Transatlantisches Freihandelsabkommen, und gestartet wurde dieses Abkommen im Juni 2013. Wir haben mittlerweile 3 Verhandlungsrunden zu diesem Abkommen hinter uns, zwischen den beiden Seiten, USA und der EU-Kommission. Die 4. Verhandlungsrunde wird im März beginnen und dafür werden dann auch schon einige Aktionen wieder vorbereitet. Das heißt, wir sind eigentlich in der Hochphase dieser Verhandlungen. Worum geht es dabei? Sie werden davon gehört haben, denke ich, will es auch gar nicht umreißen, nur 2 Dinge andeuten. Es geht einmal um die sogenannten Handelsbarrieren oder Handelshemmnisse, die gesenkt werden sollen. Die Zölle spielen keine so große Rolle mehr. Und über die Handelshemmnisse, die den Markt behindern, nach Meinung der Investoren, werden wir hier auch hinreichend reden. Ich möchte einen anderen Punkt vorziehen und den kurz erläutern. Vorweg möchte ich sagen, das Besondere an diesem Abkommen und an den Verhandlungen zu diesem Abkommen ist, dass sie kaum was darüber erfahren konnten, ebenso wenig wie wir, und selbst das Europaparlament war zum Teil sehr im Dunkeln über das, worum es ging. Der Grund ist ein einfacher: diese Verhandlungen werden geführt hinter geschlossenen Türen, man kann schon sagen streng geheim und vertraulich, so wie es auch in den Papieren steht, um nichts von den Absprachen, die da getroffen werden sollen, nach außen dringen zu lassen. Das ist in unseren Augen hoch und peinlich und entspricht nicht demokratischen Gepflogenheiten, das wird sicherlich auch diskutiert werden. Das Bemerkenswerte ist daran, dass es eine Asymmetrie im Zugang zu diesen Verhandlungen gibt. Wir haben einen privilegierten Zugang zu den Verhandlungsführern und zu den Verhandlungen selbst seitens der Wirtschaft, der Großindustrie, der Großkonzerne und einiger beratender Institute, die damit auch die Verhandlungen mit beeinflussen können. Auf der anderen Seite steht die dann leicht blamierte Zivilgesellschaft, relativ ahnungslos gelassen, selbst wenn sie sich um Informationen bemüht. Der Streit darüber ist in der letzten Zeit sehr stark geführt worden. Sie können sich denken, dass das für uns, die wir als Vertreter dieser Zivilgesellschaft uns auch verstehen, ein erheblicher Grund zum Widerstand ist, weil wir glauben, dass nach wie vor die demokratischen Spielregeln bedeuten, dass Entscheidungen von unten nach oben getroffen werden, wenn es um Prinzipien geht, die die Bevölkerung angeht. In diesem Fall scheint es aber völlig anders zu laufen, das wird auch Gegenstand der Diskussion sein. Natürlich sind das nicht die einzigen Sachen, die in dem Abkommen verhandelt werden, die uns stören. Nur 2 Stichworte: Investorengnade, also das Recht der Investorenstaaten auf Augenhöhe zu verklagen, um Schadenersatzforderungen durchzusetzen, ist eine, nicht Neuerung, aber eine Einrichtung, die erhebliche Gegenargumente hervorruft. Auch darüber werden wir gleich reden. Darüber hinaus sagt Ihnen vielleicht auch das Stichwort Schiedsverfahren etwas. Hier geht es um eine Art außerjuristische Schiedsstelle, in der verhandelt wird, inwieweit Investoren das Recht haben, auf Schadensersatz gegenüber Staaten zu klagen. So viel dazu. Ich will nur sagen, diese jetzt kurz skizzierten Gründe gegen uns von Attac, Grund in Abwehrstellung zu gehen und Widerstand zu leisten gegen die Durchsetzung des Abkommens. Wir sind nicht alleine. Wir haben seit Frühsommer 2013 eine Gruppe von 22 Unterstützern und Bündnispartnern, die zusammenarbeiten. Attac macht einen Teil davon aus und alle sind vereint in Bemühen, über Aktionen, Informationsschriften und Maßnahmen
Widerstandsformieren gegen dieses Freihandelsabkommen, das den Namen eigentlich in dieser Form unserer Meinung nach nicht verdient. Wir haben angefangen, unsere Kampagne für Attac Deutschland mit Beteiligung anderer Städte in Berlin im Dezember des letzten Jahres, werden diese Kampagne aktiv und mit vielen Aktionen fortsetzen. Eine zweite Auftaktveranstaltung ist eben dieser Podiumsabend. Weitere werden folgen. München zum Beispiel plant für April eine Anhörungsveranstaltung mit sehr vielen Beteiligten. In Berlin wird auch noch ein Hearing geplant, ein Expertenhearing, in dem dann auch Abgeordnete befragt werden sollen. So viel als kurzer Umriss, das mag jetzt erstmal reichen. Die Diskussion wird geleitet von Herrn Lund. Und ich bitte dann, Sie die Regie zu übernehmen und die Diskussion zu führen. Dankeschön. Vielen Dank.